Hallo liebe Freunde von Mühlbott News, hier sind wir wieder. Hallo Vanessa. Hallo Massimo. Und wir stürzen uns gleich in die erste Information, und zwar der Bürgerverein informiert. Die Glümerstraße ist wieder offen, man kann wieder durchfahren. Die Anwohner wird's freuen, leider die Geibelstraße noch nicht, aber das ist die nächste, die dann wieder offen wird. Ja, weiter geht's mit der Ampelschaltung in der Lammerstraße, die nur bedingt gut ist, denn der umbiegende Autofahrer sieht nicht, dass der Fußgänger grün hat, sondern denkt, dass der Fußgänger rot hat. Ja. Der Autofahrer reagiert dementsprechend auf den Fußgänger. Deswegen ist der Vorschlag des Bürgervereins Mühlburg, einen Spiegel anzubringen, damit auch der Autofahrer sieht, dass der Fußgänger grün hat. Genau. Wir werden dem Ordnungsamt so lange auf die Nerven gehen, bis da ein Spiegel hinkommt, oder? Übrigens, die Idee ist schon fast ein Jahr alt. Ja, wir bleiben dran. Genau. Und nun kommen wir zu den Verschmutzungen in Mühlburg. Liebe Menschen da draußen, natürlich, ich weiß, Mühlburg ist nicht immer sauber, aber es liegt doch auch ein wenig an uns selber. Also, wenn ihr über den Schmutz lästert oder euch beklagt, schaut doch wenigstens, dass ihr selber diesen Schmutz nicht macht. Denn es ist wirklich schlimm, wenn man an den Mülleimern vorbeigeht, die füllen sich, das ist nicht mehr normal, aber das ist Hausmüll und Hausmüll hat da nichts zu suchen, auch nicht auf der Rheinstraße. Also bitte, liebe Müllbeuger, gebt euch ein bisschen Mühe. Ja, weiter geht's mit dem Bürgerzentrum. Jung. Letzte Woche hatten wir berichtet, dass einige Anwohner Sorgen hatten zum Thema Parkplatz und Lärmbelästigung. Falls ihr diese Sorgen immer noch habt, dürft ihr gerne am 5. Juli um 18 Uhr in den Jungstilling-Saal kommen. Dort werden nämlich die aufkommenden möglichen Probleme des Bürgerzentrums besprochen. Genau, und ich glaube nicht einmal, dass die Probleme so sehr groß sind. Ich glaube nicht, dass die Lärmbelästigung so groß sein wird. Also lassen wir uns überraschen. Kommt einfach mal zu dieser Veranstaltung. Genau. Weiter geht's mit den Terminen der Vereine. Genau, und da haben wir das Lindenblütenfest auf dem Gutenbergplatz in der Weststadt. Da freue ich mich ganz besonders drauf. Auch am 5. Juli, Fassanstich gegen 17 Uhr. Und ja, ich freue mich einfach auf den Gutenbergplatz. Das ist ein schöner Platz. Den haben wir leider nicht in Mühlburg. Deshalb, liebe Weststädtler, ich hoffe, ihr wisst, was ihr da habt. Ja, weiter geht es mit Neues aus den Kindergärten. Und zwar, einige von euch haben bestimmt mitgekriegt, dass vom 13. bis zum 16. Juni die 72-Stunden-Aktion war. Einer der Projekte der 72-Stunden-Aktion war im Kindergarten St. Pius. Da haben 10 junge Frauen und 2 junge Männer den kompletten Kindergarten renoviert, geputzt und dekoriert. Montagmorgens waren die Kinder, die Eltern und natürlich die Erzieher total begeistert. Deswegen geht ein ganz herzliches Dank vom Kindergarten St. Pius an die 12 Helfer und natürlich auch von uns. Jungs, Mädels, das habt ihr super gemacht. Ja, schön, wenn sich junge Menschen so engagieren. Hast du den Text auswendig gelernt? Ja, natürlich. Ach so, okay. Ich lerne hier alles auswendig. Okay. Nein, natürlich lerne ich nichts auswendig, deswegen mache ich auch ganz spontan gleich weiter mit einem Elternkurs in demselben Kindergarten. Ja. Dieser findet seit März 2013 statt und behandelt solche Grundthemen wie: Welche Bedürfnisse hat mein Kind? Wie zeige ich ihm die Grenzen auf? Wenn es Geschwister hat, wie regle ich den Konkurrenzkampf unter den Geschwistern? Ja, es ist noch kein Pädagoge vom Himmel gefallen, deswegen schaut doch da einfach mal vorbei. Okay, auch kein Meister vom Himmel gefallen. Gut, dann gehen wir zum nächsten, und zwar das Event, die Sonnenwendfeier. Da haben wir ja schon drüber berichtet, besser gesagt vorberichtet, und wir waren dort. Also als allererstes, vielen Dank für den tollen Empfang. Die Bürgergesellschaft von Rüpur hat uns da wirklich super toll empfangen. Und ja, ein ganz großes Kompliment an unsere Dani. Die hat dort nämlich auch ihren Auftritt gehabt. Und an den Fanclub von Dani Schöner. Man muss dazu sagen, die haben Mühlburg wirklich super vertreten dort.
Ja, und auch einen ganz großen lieben Dank an den Herr Oberbürgermeister Frank Mentrup. Nämlich auch er hat schöne, klare Worte für uns, für den Bürgerverein und für Mühlburg gehabt. Also an dieser Stelle vielen lieben Dank und ich hoffe, wir werden für nächstes Jahr wieder eingeladen. Ja, weiter geht es mit unserem Lieblingsfotografen hier in Mühlburg, dem lieben Philipp. Der Philipp schafft es, finde ich zumindest, unglaublich gut Momente einzufangen. Genau. Deswegen schaut doch einfach mal bei ihm auf Facebook vorbei. Und ihr könnt euch selber davon überzeugen, was für geniale Bilder er macht. Genau, ihr braucht nicht vorbeischauen, sondern ihr könnt reinschauen bei Facebook und Philipp Dehm einfach mal anklicken. Ja. Du hast gesagt, vorbeischauen. Was macht das für einen Unterschied? Okay, gut. Gut. Entschuldigung. Möchtest du die nächste Veranstaltung machen? Nein, das machst du. Gut. Du scheinst heute irgendwie faul zu sein, deswegen mache ich weiter. Und zwar haben auf Initiative der CDU Weststadt und auf Beschluss des Karlsruher Gemeinderats die zwei ehemaligen KfV-Fußballspieler Julius Hirsch und Gottfried Fuchs ihre eigene kleine Gedenkstätte in Form einer Straße und eines Platzes in der Nordweststadt bekommen. Genau. Das sind zwei ehemalige jüdische Fußballspieler, die bedingt durch den Zweiten Weltkrieg dann auch geflüchtet sind etc. Und hier wollen wir Karlsruher einfach ein Zeichen setzen. Ein Denkmal setzen. Und das haben die auch verdient, die zwei. Und ja, und wer es nicht weiß, wo genau, in der Nordweststadt, und zwar da, wo damals der Original-KfV-Sportplatz war, da ist jetzt ein Seniorenheim und da gibt es, wie heißt der Platz? Einmal der Julius-Hirsch-Straße und der Gottfried-Fuchs-Platz. Also schaut mal vorbei und schaut mal hin. Genau. Gut, und jetzt kommen wir zum Hafenfest. Genau, das Hafenkulturfest vom 28. bis zum 30.06. Das ist mittlerweile eine Traditionsveranstaltung, ein Traditionsfest. Jeder Karlsruher sollte mindestens schon einmal da gewesen sein. Deswegen sagen wir doch nicht viel mehr dazu, außer dass es wie immer sich lohnt, mit diesem kleinen alten Straßenbähnle vorbeizufahren. Ja, und schaut einfach mal auf mühlburg-live.de, da könnt ihr nämlich die ganze Veranstaltung verfolgen. Besser gesagt, da steht drin, was alles so passiert in diesen 3 Tagen. Also mühlburg-live.de. So, jetzt kommen wir zu dem Highlight meiner Sendung, weil mein lieber Massimo nämlich ein paar Schmerzen ertragen hat. Ja, habt ihr gehört? Meine Sendung, hat sie gesagt. Soweit haben wir es schon. Also, Ihre Sendung, wir berichten jetzt einfach über das Draisinenrennen. Das war mein Rennen und wie es ausgegangen ist, das seht ihr jetzt hier. Lieber Aladdin, lieber Magier, Film ab! Herzlichen Dank, dass Sie alle da sind. Herzlichen Dank, dass Sie dieses Draisinenrennen und damit ja auch einen wichtigen Teil des Stadtgeburtstags zu einem so großen Erfolg gemacht haben. Und herzlichen Dank, dass wir das jetzt noch gemeinsam vor der Überreichung des Pokals und entsprechender Urkunden
wirklich ein wunderschöner Tag heute. Ich habe mich auch ganz schön gefreut. Und ja. Ja, ich habe mich auch ganz schön heute gefreut. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Ja, also es war wieder eine sehr tolle Veranstaltung. An die Veranstalter und dann an die Organisatoren meinen Glückwunsch. Und ich hoffe, dass dieses traditionsreiche Draisinenrennen immer wieder weitergeht, denn es macht immer wieder Spaß, auf so einer Draisine zu sitzen. Ich würde es jedem empfehlen, aber Vorsicht, es ist wirklich mit Schmerzen verbunden. Ja, ich frage jetzt mal nicht, wo die Schmerzen sind und gehe ganz elegant zum nächsten Thema über, und zwar Sport. Ja, ja, Vanessas Lieblingsthema. So, jetzt habe ich dir gleich mal den Witz versaut. Meine Pointe ist weg. Okay. Und gehe weiter zu unserem neuen Sportdirektor. Aha, und wie heißt er? Jens Todt heißt der gute Mann. Wir wünschen Ihnen alles, alles Gute und ein goldenes Händchen. Wow, und das aus Vanessas Munde. Gut, und dann kommen wir zu unserem nächsten Highlight. Ja. Denn wir freuen uns, wir haben ihn. Und zwar Bürgermeister Obert hat sich bereit erklärt, ein Interview zu geben. Und das macht uns natürlich mächtig stolz. Lieber Herr Bürgermeister Obert, vielen Dank. Und wir sehen uns am 15. Juli. Da haben wir den Termin. Da gehen wir hin. Wir dürfen sogar bei ihm im Rathaus filmen. Also vielen Dank und ich freue mich richtig drauf. Und du auch? Ja, natürlich. Und mal sehen, wer uns danach noch alles so vor die Kamera stolpert. Ja, genau. Mal sehen. Vielleicht treffen wir noch ein paar andere. Genau. Gut. Und wir sind schon fast am Ende. Jetzt kommt das Wetter. Ja, und das Wetter, naja, es sieht nicht gerade... Ja. Schau doch nicht so bedöppelt. Also wirklich, 24 Grad sind die Höchsttemperaturen. Das ist doch wirklich in Ordnung. Für dich vielleicht, für mich als Italiener ist das nicht in Ordnung. Ich möchte meine 30 Grad, die habe ich mir einfach verdient im Sommer. Also bitte, Aladdin, Wetterkarte, 30 Grad. Nein, 19, 20, 24, es kann nur noch besser werden. Also, liebe Leute, weiter auf den Sommer hoffen. Also, was du dir so verdient hast oder nicht, darüber wollen wir jetzt auch nicht weiter diskutieren, oder? Eigentlich nicht. Gut. Möchtest du dich verabschieden, damit ich das letzte Wort haben kann? Okay, liebe Menschen da draußen, ihr seht, es wird für mich immer schwieriger, mich hier durchzusetzen, aber ich halte durch für alle Männer da draußen. Oh. Wirklich. So, ich wünsche euch tschüss, ciao, ciao, bye, bye und wünsche euch eine gute Woche. So rum wollte ich sagen, sie macht mich schon ganz durcheinander. Und das letzte Wort bekommt, wie immer, die Frau. Dankeschön. Mache ich dich wirklich so nervös? Total. Oh. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, eine schöne Woche euch. Tschüss.